So Leute, heute zeige ich euch mal, wie ich meinen Sparbrand mache. Ich habe jetzt Stahlblech gekauft. Das wickele ich jetzt einfach hier drumherum. Mache ich mir hier eine kleine Markierung. Schneide ich mir das jetzt schön aus an der Markierung. Schön gerade abschneide. Wie gesagt, das habe ich einfach nur so drumherum gelegt. Das falte ich jetzt einfach nur ein bisschen zusammen. Schon habe ich ein Stahlblech drin, wo ich dann kann mein Räuchermehl reinfülle. Das schneide ich ungefähr dann so hoch nochmal ab, weil das lege ich dann hier rum. Kann man dann auch jederzeit kann man das dann rausziehen. So, jetzt gehe ich ja einfach hin und schneide das da nochmal ein. Wunderbar, würde ich sagen. So, das wird dann jetzt überall rumgelegt. Das kann man auch jederzeit, kann man das wieder rausziehen, sauber zu machen. So sieht's aus. Tun wir das ein bisschen festbädeln. Das braucht man gar nicht irgendwie mit irgendwas anderem festzumachen. Das hält bombig. Und da kannst du schon mal schönes Schinken reinmachen. So Leute, so sieht's aus. Man kann ja da so ein Klebeband noch drum machen, wenn man will. Da oben. Da wird ja nichts heiß oder so. So sieht's innen aus. Wenn das Blech noch ausgeschnitten ist, kommt das Blech noch in der Mitte rein. Dann ist es schon fast fertig. So. Jetzt machen wir das Blech für den Inneren. So, das habe ich jetzt gerade oben drüber gelegt. Ich schneide es gerade so ein bisschen aus. Kann schon ein bisschen größer sein. Das kommt jetzt da rein. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen nachschneiden, dass es reinpasst. Passt schon gleich. Das sollte jetzt dann schon passen. Ja, das passt schon. Das passt genau rein. Schau dir. Das mache ich jetzt mal rein. Also, sieht es jetzt aus. Jetzt ich nur noch ein bisschen andrücke hier. Ja, das ist schon gut so. So, das tun wir gerade so ein bisschen festmachen. So sieht es aus, innen drin. Klasse, ne? So, ich habe jetzt hier noch einen Holzgriff. Wer möchte, kann das dann hier noch befestigen. So, alles nochmal gut festmachen. So, dass es noch ein bisschen schöner aussieht. Gehen wir jetzt dann gerade noch hin. So, ich habe da jetzt ein bisschen Tape rundherum gemacht. Das müsst ihr nicht machen. Das sieht ein bisschen schöner aus. Und ich mache den ja auch nicht so voll. So voll wird der hier nicht gemacht, dass da irgendwie was brennen könnte. Also so sieht es jetzt aus, Leute. So sieht es
aus. Ja. Wird auch hier von unten angezündet. Ich habe da so einen Biobrenner. Ich möchte es jetzt nicht ganz verraten, das ist so was Ähnliches wie Schnaps. Das kann man sogar trinken. Wer es wissen möchte, der kann mich mal anschreiben. Dass ihr seht, wie einfach es ist, so ein Sparbrand oder so ein Kaltrauch, ich sag mal Kaltrauchgenerator zu bauen. Und er funktioniert auch 100%. Man geht dann nachher hin, um das Ding zu befüllen. Mir holt sich so eine kleine Flasche. Und macht hier überall das Räuchermehl rein, je nach wie lange man räuchern will. Wie gesagt, hier eine Flasche rein, hier kommt das Räuchermehl rein und nicht so fest andrücke, leicht andrücke, bis ich drin mache, ganz leicht andrücke, bis es voll ist. Ich glaube, ein halber Topf reicht, hier ist das Ende. Ich glaube, ein halber Topf voll reicht schon für 15 Stunden. So, dann zieht ihr ganz langsam die Flasche wieder raus. Aufpasst, dass das Räuchermehl dann nicht zusammenfällt. Und dann habt ihr hier einen guten Zug durch. Da kann man dann, in das Loch kann man dann einen Biozünder reinfallen lassen, also mit ein bisschen Küchenpapier oder so irgendwas. Kann man reinfallen lassen, Anstecke reinfallen lassen. Und dann da geht es automatisch an. Man könnte hier auch noch einen Deckel drauf machen, um den Rauch ein bisschen reduzieren. Also ich gehe da immer hin, hole so ein Stück Küchenpapier, lese dann ein bisschen zusammen und mache das hier oben drüber. Und hier einen Deckel drauf oder Teller, Alter oder irgend sowas. Und das Küchenpapier fängt dann dieses Kondenswasser auf. Sollte es Kondenswasser geben, fängt das dann auf. Man kann das dann hier auch ein bisschen steuern, auf und zu und so. Und ja, ist jetzt fertig, wie gesagt. Holzgriff dran, da kann man das Ding auch rausholen und so. Also so sieht er aus, zeige es euch jetzt nochmal. Ich finde es gut geworden. Für wenig Geld, das kostet jetzt ungefähr. Der Topf habe ich dann jetzt bei eBay ersteigert. Der hat ungefähr 6-7 Euro gekostet. Und das Blech hat auch ja, 10 Euro gekostet. Ich habe jetzt allerdings ein ganz großes Stück noch übrig. Also ich würde mal sagen, 15 Euro kostet sowas, wenn man das selbst macht. Also sehr stabil auch, muss ich sagen. Ich finde es klasse. Ja, funktioniert mit Sicherheit hundertprozentig. Ja, okay, ich sag dann wieder ciao. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen hoch und tschüss.